Etwas gelangweilt hängt er auf dem Sessel, missmutig der Blick, Karl der Fünfte als Kind, 1879 gemalt von Jan van Beers, nicht wirklich real. Die Grenzen von Fantasie und Wirklichkeit in der belgischen Kunst aufzeigen, das will die Ausstellung in der Hypo-Kunsthalle. Da gibt es James Ensor, dessen Salon hier nachgebaut wurde mit seinen fantastischen Maskeraden. James Ensor stammt aus Ostende, der hat auch einen Großteil seines Lebens dort verbracht und er ist eine ganz spannende Figur, weil er einfach so skurril ist und auch diese Skurrilität in diese Bilder einfließt. Seine Mutter hatte einen kleinen Souvenirladen in Ostende, wo eben auch diese Masken verkauft wurden. Das ist sicherlich auch ein wichtiger Einfluss dafür. Als Maler der Masken wurde Ensor auch bekannt. Viele andere Künstler kann man hier kennenlernen und neu entdecken. Dieser Orpheus wurde das letzte Mal 1897 öffentlich ausgestellt. Mitte des 19. Jahrhunderts standen realistische Szenen des einfachen Volkes im Mittelpunkt. Nicht nur Herrscher und Intellektuelle waren skulpturwürdig, sondern auch der Hafenarbeiter. Und einer darf natürlich nicht fehlen, René Magritte. Bei ihm ist es alles sehr rational und logisch kombiniert. Er arbeitet ganz viel mit diesen Gegensätzen. So wie wir hier Leben und Tod haben, kombiniert er auch oder vertauscht er Tag und Nacht oder davor und dahinter. Das sind diese Spiele, die er immer ganz bewusst einsetzt. Die Figuren berühmter Gemälde ließ Magritte in Särgen verschwinden, die exakt die gleichen Umrissformen haben wie die Porträtierten. Fantastisch real, das ist mehr als nur Magritte.